Hallo und herzlich willkommen hier zu unserem Haushalt-Zoom. Ihr seht schon, ich bin gerade hier im Kaufmodus unterwegs, weil ich gerade eine Staffelei suche, die ich hier liebend gerne spendieren würde. Ja, sowas in der Art. Weil ich dachte, wir haben ja auf dem Flur noch so ein bisschen Platz. Ich weiß gar nicht, habe ich da ein Bild oder irgendwas zu hängen? Nö. Da ist einfach mal nichts. Und ja, ich würde hier einfach gerne mal so ein bisschen was verändern. Und deswegen tausche ich das hier gerade so. Ich weiß nicht, ob mir das optisch so gefällt. Ich glaube einfach hier so in Dunkel gefällt es mir besser. Sodale, weil unsere gute Lara hat ja in der letzten Folge den Wunsch geäußert, sie möchte gerne ihre Malereifähigkeiten voranbringen. Deswegen dachte ich, den Wunsch können wir ihr auf jeden Fall mal erfüllen. Ne? So, malen wir erstmal ein kleines Bild, mal gucken, wie weit wir damit kommen. Sodale, hier wird noch fleißig geschlafen. Prudence will gerne mal schlafen und Casey braucht noch ein bisschen, dann ist sie ausgeschlafen. Ne? So sieht das hier aus. Aber wir hoffen mal, dass das Bild hier noch fertig wird, bevor uns die Prudence umfällt, weil sie so müde ist. Aber... Wow, Abschlusszeremonie? Okay. Haben wir keinen Bock mehr zu malen? Nein, wir wollen nicht zur Abschlusszeremonie. Was geht mit euch allen jetzt hier? Nein! Nein, nein und nein! Sie ist mittlerweile erwachsen. Alles ist gut. Wir wollen nicht zur Zeremonie... Okay, wir gehen trotzdem die Schule abschließen. Direkt hier. Wow. Okay, wir schließen die Schule einfach direkt hier ab. Gar kein Problem. Herzlichen Glückwunsch, Casey. Hat die schulische Laufbahn der Einrichtung Gemeinschaftsschule für Hochbegabte mit Summa Cum Laude abgeschlossen. Außerdem wurde sie wegen ihrer herausragenden schulischen Leistungen zu Klassenbesten gewählt. Ihre Mitschüler haben sie gewählt, zu Präsident nie das Haus zu verlassen. Diesem jungen Schulabgänger steht eine rosige Zukunft bevor. Die Diplome und Preise befinden sich im Inventar. Mensch, war mal ja schnell mit unserer Abschlussfeier. Wow, und jetzt ist sie einfach aufgestanden deswegen. Ja gut, dann können wir auch schon mal gleich frühstücken, wenn wir hier schon mal hergeeilt sind. Ne? Einfach mal ein paar Apfelpfannkuchen. So, Lara wollte hier gerade noch malen. Da fahren wir einfach mal fort und Michelle schicken wir einfach wieder schlafen. Hilfe, Herrje, hier ist was los. So, Prudence schafft hoffentlich jetzt das Bild. Pippi? Warum sieht Pippi so aus? Pippi? Warum? Warum kommt Pippi so hier angewandert? Vor allem, ich dachte immer, Pippi wäre weiblich. hi. Alles klar. Das ist schon irgendwie gerade ein bisschen komisch. Aber Pippi ist ja auch gerade auf uns nicht so gut zu sprechen, wie es aussieht. Können wir irgendwas Nettes zaubern? Irgendwie sind wir gerade hier mit Zaubern nicht so gut dabei. Wir können mit einem Besenflug prahlen. Können wir mal erzählen. Hey, wir sind jetzt eine Hexe. Wie gefällt dir das? So, wir verkaufen mal das Gemälde. Werden wir auch gleich wieder befördert. Wir sind jetzt Kunstgalerie-Neuzugang. Alles klar. Das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Und wir sind mittlerweile hier Stufe 6. Ich finde das gut. So, wir wollen mit Milo unbedingt Freundschaft schließen und Elixiere herstellen. Okay, ich würde sagen, wir essen erstmal was. So, wow. Dass Pippi so aussieht, hätte ich echt nicht gedacht. Ich dachte immer, Pippi wäre irgendwie anders unterwegs. Ich weiß jetzt zwar nicht, inwiefern anders, aber... Hauptsächlich dachte ich immer weiblich. Ah, du bist ja süß. Center kleiner Hund. So. Ich würde dann auch gleich mal duschen gehen, damit wir diese Kappe wieder vom Kopf loswerden. So, hier wird noch fleißig gemalt. Perfekt. Und wir wollen Level 4 erreichen. Alles klar, das passt ja noch in unseren Plan hier. So, Prudence ist mittlerweile satt. In einer Stunde fährt auch die Fahrgemeinschaft für Casey. So, wir räumen das mal auf. Ich überlege gerade... Ob wir es noch schaffen, uns mit Milo anzufreunden. Wie sieht denn das Ganze hier aus? Bei Star ist ja alles gut, mit Milo eher nicht so. Hey, was machen wir denn jetzt vor Schreck? Ist es vielleicht einfacher, 5 Elixiere herzustellen? Wir versuchen es einfach mal. Mal gucken, wie es läuft. So, Dalle. Casey ist auf jeden Fall so ziemlich fertig für die Arbeit. Wir können ja hier mal einfach eine Runde Fernsehen. Und gucken, wie weit uns das Ganze bringt. So, Lara hat es hier auf jeden Fall geschafft mit dem Punkt. Und das Bild haben wir auch gleich fertig. Wir machen mal hier ein Glas voll Freundschaft. Das hilft auf jeden Fall immer. So, 13
Auch okay. So, verkaufen wir einfach mal an der Stelle. Wenn Michelle klingelt, ohne Unterlass das Telefon. Wir können ja hier auch noch... Bringt es was, wenn wir den Dung verkaufen? 2400 fehlen uns noch. Bringt das was? Nein, weil es ja auch kein Geld gebracht hat. Okay, das war einfach nur dumm. Okay, muss aber auch mal sein. Herrlich. Ich habe auch schon überlegt, ob wir den Dachboden ausbauen. Für Pflanzen und so, dass wir auch im Winter was anpflanzen können. Aber eigentlich haben wir im Sommer genug zum Anpflanzen. Ach, keine Ahnung. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn wir hier mal wieder ein bisschen umbauen auf dem Hof. Ob ihr da Bock drauf habt oder eher nicht so. Dann würde ich das einfach zur nächsten Folge hin entscheiden. So, machen wir hier auch gleich noch sauber. Oh, wow. Was haben wir denn gerade für eine Krötenverwünschung hinter uns? Hat anscheinend gerade nicht so gut geklappt. Wir versuchen es einfach nochmal. Mal gucken, ob es funktioniert oder nicht. Ach ja, und Pippi läuft uns einfach... Das ist sowieso das Geilste überhaupt. Das ist Pippi, weißt du? Das. Ich habe mir Pippi einfach immer mehr als Puppe vorgestellt und weniger als Kerl ohne Bart. Das ist ein bisschen... Und Pippi ist auch irgendwie gruselig, wenn er so redet. Ach, Mio, ey. So, Dalle. Wie sieht's aus, Lara? Sind wir fertig mit Kloputzen? Das sieht gut aus, sag ich dir. Wir können ja auf jeden Fall hier nochmal weiter anfangen, ein Bild zu malen. Michelle ist jetzt gerade ausgeschlafen. Sehr schön. Dann machen wir hier mal ein Bett. Wie sieht's mit Casey aus? Musste Casey nicht schon längst auf Arbeit sein? Ja, irgendwie kam keine Fahrgemeinschaft, ne? Und irgendwie mussten wir auch nicht zur Arbeit. Ist ja komisch. Können wir einfach zur Arbeit gehen und irgendwas machen? Wäre ja auch mal eine Möglichkeit. Ja, nee. Nicht wirklich. wir müssen noch einen Tag warten. Naja, gut. Warum nicht, ne? Das überleben wir auf jeden Fall auch noch. Aber Fernsehen gucken können wir jetzt auf jeden Fall lassen. Das brauchen wir definitiv nicht mehr. Wir können hier aber mal eine Runde Futter verteilen und uns vielleicht so ein bisschen musikalisch einstimmen. Vielleicht bringt uns das ja was. Wir versuchen es mal nochmal mit einem Glas voll Freundschaft. Mal gucken, wie uns das voranbringt. Dann ziehen wir uns hier auf jeden Fall mal um. So, Alltag. Einmal was anderes anziehen und was zu futtern bräuchten wir auch schon wieder hier. So, Dalle. Casey ist dann hier gleich beschäftigt. So, aber die Elixiere haben wir immer noch nicht zusammen, ne? Und wir sind so müde. Ich habe Angst, wir schaffen das auch gar nicht mehr. Ha. Wir rühren und rühren. Eigentlich interessant, dass keine von ihnen Alchemistin geworden ist, ne? Ich meine, Casey war ja kurz davor, so vom Wunsch her. So, wir versuchen es noch einmal in Elixier zu mischen. In der Hoffnung, es funktioniert. Fiole voll Freude. Können wir eigentlich auch mal machen. Brauchen jetzt hier nicht die ganzen geringfügigen Gläser voll Freundschaft. So, Lara malt immer noch. Michelle ist schon fertig mit Futtern. Das ging aber schnell. So, dann einmal eine Runde wegräumen, bitte. Und wir müssen eigentlich auch noch ein bisschen Alchemie recherchieren. Wir können ja mal ein bisschen mit Magie spielen. Das ist bestimmt auch nicht verkehrt. So, ich kann hier jetzt mal richtig anklicken. Einen Apfel heraufbeschwören können wir ja auch mal machen. So, Prudence, wie sieht's aus? Kriegen wir's hin? Oder eher nicht so? Sieht aber eigentlich ganz gut aus. Boah, was wird alles reinhauen? Ja, sehr gut. Hui! Glas voll Freundschaft verwenden. Wow, jetzt habe ich das andere schon angeklickt. Verdammt. Okay, ich werde jetzt einfach mal hier das mit der Freundschaft aufbrechen. Und dann werfen wir mal das Glas voll Freundschaft auf Pippi. Wow, das lief ja nicht so gut. Pippi, wir werden wieder Freunde. Pass mal auf. Juhu. So, und dann wollen wir noch was im Wert von 500 kaufen. Sehr gut. Aber wir müssen jetzt dringend schlafen. Pippi, wir müssen schlafen. Das ist wichtig. Wir sind total müde. Vor allem, wie schicken wir Pippi wieder weg, wenn... Platziert sich Pippi denn auf einmal in unserem Haushalt? Weil Pippi kam ja einfach hier rübergelaufen. So, Prudence schläft endlich. Michelle übt noch so ein bisschen vor sich hin. Und Lara ist gleich fertig. Oh nein, ich habe schon wieder 17 Uhr verpasst. Das gibt's doch gar nicht. Warum verpasse ich das jedes Mal? Ich verstehe das nicht, ne? Wow. Jedes Mal verpasse ich das. Das gibt's nicht. So, ich versuch's nochmal hier auf Star aufzusitzen.
Mal gucken, inwiefern das noch funktioniert. Wir galoppieren hier mal ein bisschen herum. So, wie sieht's bei Barbie aus? Ich habe auch schon überlegt, ob wir Barbie und Flöckchen verkaufen. Was haltet ihr denn davon? Dass wir uns vielleicht mal ein paar Wildpferde zähmen oder so. Das fände ich auch ganz interessant. Weil wir sind ja hier schon ziemlich voll. Ich könnte jetzt halt wieder mit einem Cheat noch mehr Tiere hinzufügen. Aber es sind ja nun wirklich, wirklich viele Tiere, die wir hier haben. So, können wir jetzt aufsitzen? Nee, irgendwie nicht so wirklich. Okay, Lotto haben wir nicht gewonnen. Alles klar. Aber ist ja jetzt auch nicht so schlimm, dass wir da nicht gewonnen haben. Momentan haben wir ja eigentlich schon wieder genug Money. Wir können hier auf jeden Fall Pünktchen mal eine Runde bürsten. Und ein paar Flöhen vorbeugen. Sodale. Lara, hast du schon aufgesessen? So, das klappt ja schon mal gut. Dann schauen wir mal, wie weit wir hier noch bei dem Dingel kommen. Okay, wir können Pferd verkaufen. Wir können die Veranstaltung besuchen. Teilnehmen. Ah, okay, wir können noch was machen. Das ist super. Komm, wir machen mal hier das Rennturnier mit. Mal gucken, wie es klappt. Weil noch sind wir ja hier ganz gut dabei. Ich überlege, ob wir noch schnell noch mit Michelle versuchen, dran teilzunehmen. Weil noch scheint es ja zu funktionieren. Ich überlege gerade, wer da noch ganz gut mit war. Flöckchen oder Barbie. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall erstmal Barbie. Barbie, wir wollen mal eine Runde aufsitzen. Barbie, bleib stehen. Barbie rennt hier über die ganze Karte, ey. So, ja, machen wir. Alles gut. Ist Barbie jetzt mittlerweile stehen geblieben? Nein. Barbie ist schon wieder weggerannt. Ey, Barbie, was machst du denn? Barbie bleibt einfach nicht stehen. So, wir gehen mal hier zum Reifwettbewerb. So, und wir machen mal Risiko hier. So, du bist gegangen, obwohl das Event noch im vollen... Hä? Wir sind doch... Ich bin irritiert. So, aufsitzen. Okay, haben wir immer noch nicht gekriegt. Aber anscheinend können wir auch nicht mehr wirklich teilnehmen. Okay, wir sind noch voll dabei, aufzuholen. Perfekt. Das läuft soweit. Aufgesessen haben wir noch nicht wirklich. Ich würde gerne wieder dahin gucken, aber ist gerade eher schwierig. So, wir müssen noch weiter nach vorne kommen. Aber wir haben jetzt gut überholt. Sehr gut. Wir gehen mal hier auf alles auf eine Karte. So, wir sitzen mittlerweile auf. Okay, wir können auch teilnehmen. Richtig gut. Okay, Springturnier sind wir bei Anfänger. Rennturnier können wir auch international machen. Wir machen mal Fortgeschrittene. Mal gucken, wie weit wir kommen. So, wir sind wieder bei alles auf eine Karte. Oh, wir sind runtergefallen auf Platz 5. Okay, wir gehen wieder auf 4. Schaffen wir es auf die 3? Nee, nicht wirklich. Wir gehen mal wieder auf Risiko. Mal gucken, ob das besser läuft. Vielleicht hätten wir anfangs nicht so durchstarten dürfen. Vielleicht war das einfach ein Stück zu viel so. Ja, komm, wir gehen mal jetzt hier auf gleichmäßiges Tempo. Vielleicht ändert das nochmal was. Na gut, wir haben Platz 4 belegt und haben relativ gutes Preisgeld gekriegt. Das ist doch gar nicht so verkehrt. So, danach gehen wir mal nach Hause. Und wir fangen hier jetzt mal mit gleichmäßigem Tempo an. Vielleicht passt das dann einfach ein bisschen besser. Hey, wir kommen mit dem gleichmäßigen Tempo echt gut nach oben. Okay, schon Platz 2, richtig gut. Schaffen wir es noch auf 1. Sobald wir es auf 3 packen, gehe ich nochmal runter. Hm, soweit. Komm, wir machen mal Risiko. Vielleicht sind wir dann ein bisschen schneller unterwegs. Okay, momentan noch nicht so richtig gelohnt. Dann machen wir jetzt hier alles auf eine Karte. Mal gucken, ob es noch was bringt. Nein, wir werden als Zweiter durchs Ziel gehen. Alles klar. Und wir wurden mit Michelle befördert. Cool, wir sind jetzt Aufwärmjockey. Richtig, richtig gut. Und haben sogar noch einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Sehr schön. Sind wir mittlerweile zu Hause? Ja gut, es war jetzt auch eine relativ lange Zeit. Wie sollten wir eigentlich nicht? Dann werden wir uns jetzt hier mal um Star kümmern. Und Hufe auskratzen und so. Casey holen wir jetzt mal hier vom Klavier weg. Casey kann mittlerweile auch mal... Hä, was klicke ich denn da die ganze Zeit an? Auf Toilette wollte ich sie schicken. Und dann können wir eigentlich auch schon wieder ins Bett gehen. Ich hoffe, das klappt soweit. Prudence schläft ja noch fleißig. Lara pflegt hier noch. So, und wir kommen mal hier zurück nach Hause. Ha, Mensch, das war aufregend hier, du. Barbie wurde erfolgreich trainiert.
Okay, sehr gut. So, hier haben wir es da auf jeden Fall mal was Gutes getan. Und dann können wir hier mal eine Karotte verfüttern. Dann freut sich Star auf jeden Fall. So. Okay, gelobt haben wir jetzt nicht, aber die Karotte hat auf jeden Fall gut funktioniert. Wir wollen uns unbedingt an Lara Zoom schmiegen. Alles klar, anschmiegen. Dann machen wir das mal. So, haben wir da auch noch ein... was wollen wir eigentlich? 5 Rennturniere gewinnen. Okay, das kriegen wir vielleicht irgendwann auch noch hin. Ich würde gerne mal was trinken hier an der Station. So, ist da einmal trinken gehen. Und Michelle, du kannst dich dann einmal hier um Barbie kümmern. So, Hufe auskratzen. Und wir gehen uns hier jetzt mal ein bisschen frisch machen. Ja, kommen wir erstmal einen Burger. Auch nicht übel. Konnte Casey ins Bett? Ja, lol. Heute kann Casey da schlafen. Muss ich das verstehen? Wer blockiert denn da gerade die Tränke? Wir gehen hier mal lieber ein Nickerchen machen, würde ich vorschlagen. So, hat es mit Star geklappt mit dem Trinken? Perfekt. Michelle, klappt das hier mit dem Pflegen? Müssen auch noch die Rechnung bezahlen. Ach je. Gut, dass wir mit dem Reitsport so viel Geld verdienen. Wäre sonst irgendwie voll ungünstig. So, irgendwie kriegen wir das hier in der Richtung nicht hin. Vielleicht müssen wir uns einfach mal ein bisschen bewegen. So, bürsten. Vielleicht kriegen wir es jetzt hin. Ich bin zuversichtlich. So. Lara futtert gerade den Burger. Sehr gut. Das sieht sehr vielversprechend aus. Danach sollten wir auf jeden Fall mal wieder schlafen gehen. Das ging jetzt auch richtig fix irgendwie mit der Energie, dass die runtergegangen ist, ne? Oder kommt mir das nur so vor? So. Noch eine Runde kratzen. Dann können wir hier auch nochmal eine Runde loben. Und auch nochmal ein Produkt verfüttern. So, wir drehen uns wieder dreimal im Kreis. Klappt soweit. Sehr schön. So, Flöckchen geht es soweit gut. Nur Barbie hatte hier halt jetzt so ein bisschen ihre Probleme. Aber Barbie hat ja auch gerade ein ganzes Rennen, ne, mitgemacht. Das muss man ja mal sehen. Rechnung bezahlen. Ha, Mensch, hier muss man auch wirklich an alles denken. So, hier müssen wir mal wieder den Napf füllen. So, und wieder ist ein bisschen Geld weg, aber das macht ja nichts. Wir werden hier auch nochmal das Zeug wegräumen. Ist hier noch mehr? Ich habe gerade irgendwie nicht mehr gesehen. Müssen wir hier wieder nachfüttern. Auf jeden Fall hier sollten wir mal Futter nachtun. Dann ist da auf jeden Fall nichts zu spät. 21 Fahrzeuge wurden gelöscht, alles klar. So, wir machen uns mal weiter fertig. Ist da gerade ein Alien gekommen? Hallo? Hallo? Ich höre zwar was, aber ich sehe nichts. Alles klar, ey. So. Lara hat es mittlerweile ins Bett geschafft. Prudence ist mittlerweile ausgeschlafen. Dann werden wir hier mal das Bett machen. Und uns hier ein bisschen fertig für den Tag machen. So, und uns hier auch schon gleich wieder was zu essen schnappen. Mensch, hier ist einfach immer was los, sage ich euch. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal und ciao!